Unser nächster nach der Pause ist kein geringerer als ein Mann, der schon in München diverse Bühnen gefüllt hat. Auch er ein Profi seines Fachs. Und ich freue mich sehr, ihn euch begrüßen zu dürfen, weil er heute Abend Zeit hatte, hier zu sein. Macht bitte einen Riesenlärm für Björn Beckermann! Ja. Hallo. Ja, ich bin Björn und muss sagen, ich freue mich wirklich, mal wieder hier zu sein bei euch in diesen Katakomben des Humors, in diesem Containerlager der guten Laune. Und ich muss gleich zum Anfang mal ein intimes Geständnis machen, weil mich das Thema echt beschäftigt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde Sex wahnsinnig anstrengend. Wahnsinn, oder? Oh, nee, immer dieses Gerödel, ja. Und dann schwitzt man und klebt aneinander wie zwei so marinierte Schweineschnitzel. Ja, und man macht immer so komische Geräusche dann. Ja, das Mikrofon ist ein bisschen prüde, ja. Mal ganz ehrlich, das will man doch nicht, oder? Ja, was sagst du? Gut, für dich würde ich vielleicht eine Ausnahme machen, aber sonst ist es einfach nur anstrengend. Ja? Ich meine, gut, wenn man es wenigstens im Bett erledigen kann. Ja? Da ist es warm, da ist es weich, da kann man sich danach wegdrehen und einschlafen. Ja, meine Freundin, die Regina und ich, wir haben das jahrelang praktiziert, ohne jede Komplikation, ja. Und plötzlich, jetzt vor ein paar Wochen, schleppt sie die Joy mit nach Hause. Ich weiß, dass ihr jetzt denkt, das hätte ich auch lieber erzählt, aber Joy ist nur eine Frauenzeitschrift. Und trotzdem mischt sie sich brutal in unsere Beziehung ein. Weil Regina nimmt das alles immer wahnsinnig persönlich, was da drin steht. Also, oh, Regina, dein Liebesleben ist so langweilig, immer im Bett, so spießig. Wenn es wieder prickeln soll, dann musst du es draußen machen, in der Natur, auf der Alm, im Riesenrad, im Aldi, auf dem Kassenband. Ja, mit einem Schlag war sie total unzufrieden mit unserem Liebesleben. Ich habe erst noch drüber gelächelt. Ne? Und dann bin ich nächsten Tag runter an den Kiosk gekommen und sah die Fit for Fun. Ne? Aufmacher, Sex Outdoor, mehr Power, mehr Fat Burning. Gleich daneben die Bild-Zeitung. Deutschland pimpert Open Air. Ne? Und sogar die FAZ, die seriöse FAZ. Sex im Bett, schlecht fürs Portfolio. Da kam ich dann schon ins Grübeln. Ne? Na gut, dann habe ich zugestimmt, widerwillig. Okay, wir probieren es aus, von mir aus. Ja. Die Soft-Variante von Outdoor-Sex, also grünes Bettlaken und Vogelstimmen-CD. Aber das hat Regina auch wieder nicht befriedigt. Ne? Dann eines Morgens beim Frühstück springt sie auf, wirft sich über den Tisch, ne, auf all die Sachen drauf. Nimm mich! Ich so... Wie meinst du denn das? Na, so wie in diesem Filmklassiker, wenn der Postmann zweimal klingelt. Man muss dazu sagen, Regina hat Literatur- und Kommunikationswissenschaften studiert. Also, echte Cineastin. Ja, wenn der Postmann zweimal klingelt, Jack Nicholson vernascht Jessica Lange auf dem Frühstückstisch. Animalisch, zügellos, hart. Nicht so... Okay, Babe, ja, ich räume noch kurz den Tisch ab, wisch die Brösel weg, wisch nochmal feucht drüber und dann nehme ich dich total hart, okay? Ja, apropos hart, wisst ihr, wie hart so ein Tisch ist? Ja, im Film klingt es wie Leidenschaft, in Wirklichkeit ist es Schmerz. Nach 10 Minuten hat es gereicht, da haben wir die Matratze aus dem Schlafzimmer geholt und auf den Tisch gebuchtet. Damit ging's, aber dann hat's geklingelt. Der Postmann. Werbung! Scheiße. Na, nächster Versuch, Aufzug. Dazu muss man ja sagen, die durchschnittliche Aufzugfahrt in einem normalen Münchner Mietshaus dauert 43,1 Sekunden. Na, ehrlich, also,
Kein Wunder, wenn die Amis überall Wolkenkratzer bauen. Aber wir haben die Challenge angenommen, wir haben wochenlang geübt in der Besenkammer den doppelt eingesprungenen Boris Becker. Rein, Reißverschluss auf, Hose runter, andocken, Haltungskontrolle im Spiegel, da muss jeder Handgriff sitzen. Und dann der Praxistest eines Nachts bei uns im Aufzug, ja, bis zum dritten Stock lief super und plötzlich, bing, oh, Frau Bein war auch noch wach. Oh, das war peinlich, aber ne, nach diesem Schock waren unsere Hemmungen wie weggeblasen. Da wollten wir es wissen, da wollten wir es richtig verboten, ja, richtig verboten. Sex im Auto mit heruntergelassenem Fenster in der Fußgängerzone vor der Frauenkirche, in der Feuerwehranfahrtszone mit abgelaufenen TÜVs. Also richtig verboten. Ja, und wir fahren da rein, ne, und legen los und ach super. Aber es merkt keiner. Ja, erst nach einer halben Stunde kam so ein Porsche-Fahrer auf Parkplatzsuche. Ey, kommt ihr jetzt oder fahrt ihr? Frustrierend. In die Kirche rein konnten wir auch nicht, da war schon der Pfarrer mit drei Ministranten zugange. Was ist das für eine Welt, wo man katholischer Geistlicher werden muss, nur um mal wieder verbotenen Sex zu haben? Jetzt kam ja raus, dass nicht nur Ministranten, sondern auch Nonnen jahrelang missbraucht wurden von ihren geistlichen Vorgesetzten. Na klar, deswegen heißen die ja auch Bischöfe. Ja, es braucht ein bisschen. Naja, wir sind total frustriert nach Hause gefahren. Da saß man auf dem Bett, total lediert, Prellungen, Schürfwunden, Blinkerhebel noch im Auge. Und sage ich so zu Regina, sag, Regina, findest du sie im Bett wirklich spießig? Du, findest du sie im Auto so richtig geil? Und jetzt haben wir uns zwei Kotflügel ans Bett montiert. Das hilft. Ne? Ja, weil ehrlich, ich brauche auch meinen Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf, weil bei mir geht jeden Morgen um 6:30 der Wecker an. Ja. 6:30. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Künstler bedeutet? Das ist für normale Menschen Mitternacht. Ja, so klingt mein Wecker. Ja, mein Wecker heißt Franz, ist Fliesenleger und saniert das Bad in der Wohnung über mir. Seit 8 Monaten, schwarz. Und seine besten Freunde sind auch dabei. Rudi, der Elektriker, und Eberhard, der Gaswasser-Scheiße-Installateur. Ja, dieses Trio Infernale des Bauwesens fängt gerne an, wenn alle noch schlafen, weil dann haben sie viel Ruhe zum Arbeiten, sagen sie. Und sobald das ganze Haus wach ist, erstmal 2 Stunden Frühstückspause. Ich fühle mich inzwischen richtig verfolgt von Bauarbeitern. Ich bin oft umgezogen, ich bin in den letzten 20 Jahren bestimmt 10-mal umgezogen, aber wo ich hinkam, wo ich eingezogen bin, eine Woche später waren die Jungs vom Bau auch da. Oh, der Pfeffermann zieht um. Oh, bauen wir halt da weiter. Manchmal kommt man sich richtig vor wie in so einer Baugeräusche-Hitparade. Also, bing, 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 bing. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Hör mal, wer da hämmert. Wir präsentieren Ihnen die Top 3 der beliebtesten Baustellengeräusche. Auf dem 3. Platz in der Vorwoche noch die Nummer 4, Hildegard Knauf mit ihrem Gassenhauer, Mauerstein und Eisenbricht. Und bitte, Hildi. Danke, ein kleiner Applaus für Hildi, meine Damen und Herren. Danke. Auf dem 2. Platz, also nur ganz knapp an der Spitzenposition vorbeigerasselt, Roy Black und Decker mit seinem Monsterhit Bohrer, Bohrer, hey! Und bitte, Roy! Aber die alte und neue Nummer 1, meine Damen und Herren, seit 10 Jahren ungeschlagen auf der Spitzenposition,
Robert Kreisch, die singende Nervensäge mit seinem Superschlager Säg mir quando, säg mir wann. Und bitte Robert. Klatscht hat, ich wäre sonst erstickt. Neulich, ne, da liege ich früh noch im Bett mit Regina, mache so ein bisschen, wisst schon, ja, was ich vorhin erzählt habe, Mensch. Ja, plötzlich sehe ich, wie draußen am Fenster so ein freundlicher Herr mit nacktem Oberkörper vorbeigeht. Komisch, denke ich noch. Ich wohne noch im vierten Stock. Gerüst, oh nein, jetzt habe ich die nächsten Monate einen Balkon und die eine Piepshow. Naja, gut, aber ja, dieses enge Zusammenleben mit den Bauarbeitern hat natürlich auch seine Vorzüge. Ich habe ganz nebenbei eine völlig neue Sprache gelernt. Ich mache es mal kurz vor, das klingt ungefähr so. Kennt ihr, oder? Es ist bauarbeiterisch. Das ist kein Deutsch. Ne? Das ist auch keine andere bekannte Schriftsprache. Bauarbeiterisch wurde damals speziell in Babylon entwickelt, als sie da diesen Tower hochgezogen haben. Und bis heute mündlich überliefert. Na, Gott sei Dank. Weil man muss sich klar machen, durchschnittliche deutsche Baustelle, 40 Arbeiter aus 60 Ländern. Ja, wenn die jetzt einfach so drauf loskommunizieren würden, ne, so. Chaos. Totales Chaos. Nee, da hilft einfach nur bauarbeiterisch. Deswegen heißt es korrekt eigentlich auch gar nicht bauarbeiterisch, sondern Bauträgerrando. Ja, wichtig beim Bauträgerrando, man kann es erst nach dem Genuss von mindestens einem Kasten Bier korrekt aussprechen. Es sei denn, man kommt aus der Oberpfalz, dann geht es auch so. Ah, ein Oberpfälzer. Zweite wichtige Regel, Bauträgerrando wird immer gebrüllt, immer. Ja, das geht schon früh los, wenn der Container aufgesperrt wird und die illegalen Hilfsarbeiter rausgelassen werden. Das heißt übersetzt, guten Morgen, meine Herren, ich begrüße Sie herzlich auf unserer kleinen Baustelle. Ich darf Sie nun ersuchen, sich langsam an die Arbeit zu begeben und im Laufe des Tages das Fundament zu gestalten. Und die Arbeiter antworten dann natürlich, das heißt übersetzt, ja. Das ist wirklich eine ganz feine, poetische Sprache. Ich bin auch sehr stolz, dass ich sie jetzt fließen kann. Regina nennt mich nur noch mein kleiner Bauarbeiterflüsterer. Das ist total süß. Es hat auch echt Vorteile, wenn ihr das lernt, weil wenn man Handwerker zu Hause hat, das geht doppelt so schnell, wenn die wissen, dass man sie versteht. Ne? Deswegen würde ich mit euch jetzt gern so zum Schluss vielleicht nochmal einen Begriff aus dem Bauträgerrando gemeinsam üben. Ja, seid ihr dabei? Ja, also klar, das wichtigste Wort überhaupt am Bau, Feierabend. Und das ist ganz einfach, ich mache es kurz vor. So, bitte kurz nachsprechen. Also ein bisschen Engagement jetzt. Ja gut, es gibt noch eine Kurzversion, ja. Cero! Ah, ein bisschen mehr Power noch. Cero! Super, Feierabend für mich. Viel Spaß noch mit den anderen. Danke.